Jo, also du, grün. Und mach bitte 5er-Module. Ja. Das können wir jetzt nicht 1 zu 1 kopieren, ne? Die Edelsteine sind anders. Richtig, also kopier mal erstmal auf 2 Kisten. So, kopier mal das da, dahin, das dahin und nimm die Edelsteine raus. Und stattdessen hätten wir gerne, das war Diamant, glaube ich, und Topas. Topas und Diamant, richtig. Golddinger sollten hier mit bei sein. Das sollte auch noch raus. So. Natürlich Goldmodul rein. Zack. Und das war's schon, oder? Dich beschränken. Und dich beschränken. Vielen Dank mal für den Hinweis in den Kommentaren. Das hätte teuer werden können. Wobei, wie gesagt, Ressourcenprobleme haben wir nicht wirklich. Aber trotzdem wäre es ein bisschen doof, eine ganze Kiste voll mit 4er Goldmodul zu haben. So viele Fabriken werden wir niemals mehr bauen. Ich guck mal hier runter zu den Edelsteinen, weil wir haben gar keine Diamanten, richtig? Richtig, dann mach doch bitte hier draus. Raw kriegen wir, glaube ich, daraus. Also nehmen wir hier Cut Diamonds. Weil hier ist die Quote 1 zu 1, bei da ist es auch 1 zu 1, also ist bei dem egal. Cut Diamonds hier. Das habe ich gerade die 4er-Module weggeschmissen. Zum Geier. Es sind... Ah, da. Tu die da rein. So. Aber hier bei dem Polished, da ist es wichtig, weil für die Polished-Variante bräuchten wir 15 Cut und für die brauchen wir nur einen. Das heißt, wir nehmen lieber die und nehmen dazu dann noch Polishing Wheel und Polishing Compound in die Kiste. Wo ist das Zeug? Da ist das Wheel. Wo ist das Compound? Da ist Compound. Gut. Die Sachen beschränken? Ja komm, beschränken wir lieber. Lieber beschränken als nicht beschränken. Du brauchst nur die Raw Diamonds. Fordere bitte an. Diamonds Raw. Dann warte ich jetzt noch ganz kurz, ob die Sachen auch ankommen. Weil ich weiß nicht, ob die hier gerade wirklich alles herstellen, was sie herstellen sollen. Aber das schaut soweit gut aus. Du kriegst noch Gottmodule. Und dann müsste das gleich von da nach da eigentlich... Lappen. Weil hier habe ich keine Diamanten angefordert, wenn ich es richtig sehe. Genau. Jo, goodie. Goodie, 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 goodie. Das heißt, das Ding sollte jetzt auch schon am Arbeiten sein. Oh. Achso, Ärmchen fehlt. Okay. Du, da, da. Apropos Ärmchen und Kommentare und danke. Was die Ärmchengeschichte angeht, die vor 1, 2 Folgen waren, wo ich das mit den Upgrade-Dingern genutzt habe, da ist das derart schief gelaufen, dass ich den Befehl mehrmals habe laufen lassen und der eine Befehl war nicht ganz zu Ende, dann kam das durcheinander. Ich weiß jetzt allerdings nicht, wo und was jetzt genau bei den Ärmchen schief gelaufen ist. Das heißt, ich werde es einfach so laufen lassen und irgendwann fällt mir dann schon auf, dass irgendeine Ressource fehlt oder dergleichen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Weil so viel zu tun haben wir nicht mehr. Ich werde mich jetzt noch mit Yoki zu Ende beschäftigen und zumindest herausfinden, wie das mit dem Handeln einmal funktioniert. Und sobald wir das haben, ist diese Staffel E vorbei. Ich klaue mich hier mal. Was fehlt dir? Dir fehlt Lila-Zeug. Hatten wir das nicht schon behoben letzte Folge? Du verbrauchst Lila-Zeug recht schnell. Du kannst mal 4er-Dinger bekommen. Also ja, es ist nicht alles super vergöttert, aber... Blau ist schon wieder... ein Problem. Ne, letztes Mal war grün ein Problem. Ach, super. Okay, wir kopieren diese Anlage hier nochmal und machen sie einfach grün. Was haltet ihr davon? Du. Kopieren bitte. Und zwar einfach ja, direkt dahin. Dann löschen wir dich und kopieren die Kisten und die Ärmchen nochmal. So. Und setzen sie da drunter. Wir werden nur keine Cs mehr haben, richtig? Bau bitte. Cs. Cs, 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 Cs. Und. Ja, das mit den Anfordern war eine doofe Idee. Weil wir brauchen jetzt die blauen Sachen. Und das sind die. Und was fehlen die? Hier. Unicorn Chunks.
Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Gib mir alle davon raus, damit das nicht so kuddelmuddelig aussieht. Und du nimm das weg und das weg. Wo sind zwei Cs? Da sind zwei Cs. C, C. So, du machst blau. Shift rechts, Shift links, Shift links, Shift links. Wasser läuft alles, das läuft alles. Das sollte jetzt schon funktionieren, richtig? Nochmal M. Dreh, 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 dreh. Dreh, 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 dreh. Jetzt sollte es soweit funktionieren. Okay, also wir kriegen jetzt noch mehr Blau. Und da wir noch mehr Blau haben und vorher schon noch mehr Grün gemacht hatten, kriegen wir jetzt auch mehr Lila. Schnell ist was anderes. Haben wir noch welche von diesen Superbeacon, die wir irgendwo hinstellen könnten? Aber ich hätte das eigentlich schon ganz gerne relativ flott alles. Da sind die Expansion Bays, aber die Reichweite von denen ist viel zu klein. Da hätten wir hier irgendwo zwischen Platz lassen müssen. Wobei, wie groß war die Reichweite? Ugh, ein Feld. Okay, ich hätte überlegt, ob wir das vielleicht hier abstandsweise da machen können. Und dann über das Wasserrohr da hinweg, das da hin. Und, nee. Und das Super Beacon Ding? Da hatten wir jetzt ja auch mehrere Varianten von. Unter was warst du versteckt? Du bist eine Cyberchest. Keine Ahnung. Oh, das wollte ich auch noch machen. Rote Kapazitor und rote Solarpanel. Das ist sogar relativ... Naja, es ist nicht wichtig, weil wir brauchen keinen Strom mehr, weil wir überall Gottmodule drin haben. Aber dennoch ist es eine von den Sachen, die ich noch gerne machen würde. Ja. Gottmodule. Kurz prüfen, ob Gottmodule jetzt laufen oder nicht. Wenn ja, dann Yuki weiter prüfen und dann die Fabriken umbauen für die Stromgeschichte. So, wo ist Gott? Da oben. Du. Du. Du hast nicht genug Polished Topaz? Doch, hast du. Du. Ich habe keine Ahnung, was dir fehlt. Gottmodule solltest du mehr als genug haben. Oh, haben wir die angefordert? Ja, haben wir auch da. Vier Stück. Kannst alle von uns haben, fällt mir. Nein, das war doof. Stopp, 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 stopp. Wir hätten jetzt gerne keine Gottmodule mehr. Die kommen. Alle Dreier? Komm alle hier rein. Du arbeitest auch nicht. Warum arbeitet ihr alle nicht mehr? Du forderst aber schon Dreier an. Ne, die werden direkt weitergeliefert. Diamanten sind da, Topaz sind da. CPUs offensichtlich genug auch. Ich sollte mir das Rezept hier mal angucken. Dann kann ich besser sehen, was davon genau gebraucht wird. Also wie viele davon gebraucht werden. Sehr viele von den Platinen. Zum Beispiel 45 grüne. Hellgrüne. Haben wir 45 hellgrüne? Nein. Ha, also die erste Lücke gefunden. Es liegt an den hellgrünen Boards. Es liegt an Electronic Components. Ernsthaft? Das ist doch ein Problem von vor zigtausend Folgen. Tin Copper Wire. Hier ist Tin Copper Wire. Und hier ist auch überall Basic Electronic Components. Achso, hier sind genug grüne Bretter. Und hier sind genug. Davon CPUs fehlen. Okay, wir nähern uns langsam dem Problem. CPUs hatten wir aber auch schon mal aufgemotzt. Was fehlt dir jetzt? Gilded Copper Wire. Also Golddraht. Wieder runter. Golddraht hatte ich hier unten irgendwo hin exportiert. Da. Lass mich raten, es fehlt Gold. Hä?
Das ist eins von den Problemen gewesen, die wir durch das Upgrade-Dingens hatten. Wo ich hier unten bin, gucke ich schon mal, ob da noch irgendwas anderes gerade ins Auge springt. Aber das sieht so weit im... Nee, hier ist was falsch. Du bist auch falsch. Gut. Du bist auch falsch. Das sollte es hoffentlich gewesen sein. Joa, ich denke, das wird in den nächsten Folgen öfters passieren. Dass irgendwo irgendein Engpass entsteht durch diese eine Geschichte da. Mit dem Upgrade-Tool. Was eventuell noch ein Grund dafür ist, das nicht unbedingt zu benutzen. Aber ehrlich gesagt war es mein Fehler und nicht das von dem Tool. Ich hätte damit nur ein bisschen vorsichtiger umgehen müssen. Na gut, also wir kriegen jetzt wieder Golddraht. Also kriegen wir wieder CPUs. Also kriegen wir auch wieder grüne Brettchen. Also kriegen wir jetzt auch 5er-Module. Das ist kein sehr schneller Vorgang. Nee. Aber wir haben schon mal 19 Stück. Und die tackern wir auch gleich da unten ran. Und fordern hier an 100 Stück. So. Und dann ist nur eine Frage der Zeit, bis das da ist. Die Fabrik, die grüne Fabrikenbaut, hatten wir auch schon. Das ist gut. Die haben wir auch beschränkt. Das ist ebenfalls sehr gut. Das heißt, du kannst weg. Du kannst dahin auch festgetackert werden. Okay. Jetzt Yogi. Ich hoffe mal, dass inzwischen das mit den lila Dingern hier ein bisschen besser läuft. Sieht nicht so wirklich super doll danach aus, aber... Hi, besser als nichts. Also, du warst das Problem, ne? Ich will lila Blöcke haben. Lass mich hier durch. Da, gib mir... Werden alle sofort exportiert. Okay, dann fordern wir jetzt einfach lila Blöcke an. Da. 2500 ist ein bisschen übertrieben, aber so 200 wären schon mal ganz schick. Wo werden die verbraucht? Ist da vielleicht irgendwo wieder ein Beschränkungsfehler? Hier sehe ich lila Blöcke angefordert. War es eigentlich schon. Ernsthaft? Wir haben nur einen Abnehmer, wir schaffen es trotzdem nicht, davon genug herzustellen. Bauen wir die kleinen Beacons, die ballern wir jetzt hier rein. Da. Was sind die tollsten Speed-Module, die wir momentan bauen können? Weil in die Super-Beacon, die Dinger da, passen ja keine God-Module rein. Wobei God 5 vielleicht eine andere Klassifizierung hat? Nö. Okay. Dann sind es wohl die 4er-Speed-Module, die wir eh schon auf Tasche haben. Also wir haben höhere Module erforscht, da bin ich mir relativ sicher. Aber ich glaube nicht, dass wir sie automatisiert haben. Nee. Er ging inzwischen hoch bis zu 8. Och nö. Nächste Staffel können wir gerne Module bis auf 8 machen. Wenn denn die God-Module rausgepatcht sind oder irgendwas in der Richtung. Aber jetzt muss ich mir das nicht unbedingt geben. Ist okay. Also wir bauen einfach die Beacons hier so hin. Wo versteckt ihr euch, ihr Kleinen? Da. Bam, bam. So. Also an euch lag es ja gar nicht, ne? Ne, es lag eher an den hier. Was fehlt denn gerade eher? Grün oder blau? Blau. Noch bessere Idee. Overkill. Wir kopieren einfach das komplette Ding hier mit grün oben, blau unten. Und Wappen ist da dran. Dann kann ich den nicht setzen wegen lila Kiste. Wappen nicht da dran, dann müssten die Rohre so richtig stehen. Wir müssten nur jetzt von Hand ein paar Cs bauen. Das ist alles da. Und ich habe nicht genug Eisen für C. Ernsthaft? Komm, gib mir Eisen. Apropos Roboter, seid ihr einigermaßen ausgelastet? Also jetzt gerade ja, aber allgemein. Wir forschen jetzt schon seit 2 Folgen oder so gar nichts. Da könnten wir auch wieder in Richtung Roboter, Transport, Last und was weiß ich gehen. Nach 160, die nichts zu tun haben. Okay, das können wir also auch lassen. Gut. Kommen die Cs langsam alle? Auch ein bisschen...
Achso, die sollten wir auch hier irgendwo in eine Kiste tun, damit sie auch gleich aufgestellt werden mit den richtigen Einstellungen. So. Busch weg. Junge, du hättest die einfach hier hinstellen können. Du musst die nicht extra... Komm zurück. Mein C ist da. Dankeschön. Ist hier auch alles richtig verkabelt? Nein, es ist nicht, weil es nur in die eine Richtung zeigt. Das ist unpraktisch. Das heißt, ich reiß die mal hier raus. Mach aus den Pumpen bessere Pumpen. Und setz die einfach hier mittig hin. So, hier irgendwie. Dann bräuchte ich noch so ein Untergrundding, dass das nach da verbindet. Jetzt muss ich hier und da noch einen Anschluss machen und dann passt das irgendwie. Du. Oh, so meine Röhrchen. Da. Dich mit dem verbinden. Pumpen. Pumpen. Da. Die setzen wir... da... da hin. Und dann klappt das schon irgendwie. Jetzt kriegen alle Wasser, richtig? Okay, fehlen nur noch die Cs in der Kiste und dann ist alles gut. C, da sind sie. So. Jetzt sollten wir hoffentlich endlich genug davon haben. Und ich habe auch ein paar auf Tasche, aber die helfen nicht wirklich. Weil ich hätte gerne die Kristalle hier im Inventar, damit ich daraus dann die Lyra-Gates machen. Oder Lyra-Gates. Die werden gerade alle, also alle, die hier hergestellt werden, werden gerade hier verbraucht. Ich glaube, das würde ich ganz gerne mal unterbinden. Ja. Wobei jetzt die 25 nur sich hier anstauen, das macht nicht wirklich Unterschied. Sie sollte das hier kappen, richtig? Richtig, das heißt, sie werden jetzt angefordert und dann liegen sie aber nur dumm rum. Das ist okay, damit kann ich leben. Was braucht man noch für die Lyra-Gates? Da. Also die ganzen Maschinen, ja. Und wir brauchen unten rechts noch Kohle, orangenes Zeug, hellgrünes Limetten-ähnliches Zeug, lila Blöcke, blaue Blöcke, grünes Kristallzeug und ein Protoss-Gebäude. Protoss-Gebäude ist hier, kann nur in diesem Bluttank ähnlich aussehenden Gebäude gebaut werden. Das wärst du, richtig? Ich glaube, dafür hatte ich die sogar mal vorbereitet, richtig. Ein AQE-Akkumulator. Braucht Artefakte, 800 Quantrinium, wovon wir gerade gar nichts haben. Und ein paar gelbe Kristalle. Dich werde ich nicht automatisieren, ne? Du kriegst jetzt hier von mir... Wie viele Artefakte brauchen wir für das Ding? 8. Ja komm, wir sind quasi... eine Institution, also stellen wir das Doppelte, ja. So. Die Dinge brauchen wir nicht. Die dürfte ich mir so schnappen können. Haben wir aber auch nicht besonders viele von. Also es scheint schon ziemlich Endgame zu sein. Die Ressourcen, die wir jetzt hier herstellen. Das zieht sich ganz schön hin. Zugeben, es ist auch nur eine einzige Fabrik und wir haben nicht so die super Module drin. Aber dennoch. So. Du warst wieder so eine Sache, die ich nicht machen kann. Da das Spiel im Tag ab. Dinge werden getötet. Achso, und das sind nur unsere Kamikaze-Roboter, die wieder in eine Basis angreifen. Das ist okay. Was wollte ich gerade? Ah, genau. Da unser Spieler Craftings zu tun hat, stelle ich mal nebenbei noch ein paar davon hin, die wir dann hier reinquetschen können. Du bekommst jetzt davon noch welche. Da sind jetzt 2. Wow. Wir brauchen noch 8. Aber wir hauen mal die rein, dann kriegen wir vielleicht gleich einen zweiten raus. Das wäre auch okay. So, das ist in Arbeit. Wenn wir dann das Lyra Gate haben, können wir mit dem Lyra Gate die Trade Station bauen. Und dann bin ich gespannt, wie das genau abläuft. Wo war die Trade Station? Das war das Ding, das Lyra Gate... Das sah so aus wie so ein kleines Trägerteil. Nein, das sind die Bunker. Wie so ein Flugzeugträgergebäude.
Oder ein Ornithopter-Hangar. Sowas in die Richtung. Ja. Oh, stimmt, das Limettenzeug. Limettenzeug ist da oben. Du gib mir das Limettenzeug. Du bist fleißig am Sortieren. Es sieht schon ein wenig flüssiger aus, was die Abläufe hier angeht. Das ist gut. Gib mir mal ein bisschen was von dem Orangenzeug. Ja, das sollte eine Weile halten.